schaute aus der Kleine. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video und zwar diesmal wieder Produktvorstellung aus dem Hause Procool. Jo, in einem von den letzten Videos hatte ich ja gefragt, ob man jetzt den Pushkocher mal vorstellen sollte oder die Planus All-In-Card, die Survival-Card oder den großen Reflektor. Ich fange dann jetzt einfach mal an und vielleicht ziehe ich es auch alle drei durch. Mal gucken. Erste Mal. Skull. Ja, ich fange mal an mit dem Procool Push. Ich habe da mal in meiner Kiste was vorbereitet. Ich suche noch eine Autokiste für unterwegs und das hat sich das gerade angebot. Da passt zum Beispiel auch der Kocher. Anfangen wollte ich schon mit dem Push. Der schaut so aus. Ja, das ist quasi ein ultraleichtes Modell. Also für mich ultraleicht. Es ist auch wirklich leicht. Es hat ungefähr 100 Gramm. Ja, so 13,5 mal 9 cm in der Größe. Und ist faltbar. 0,5er Edelstahl. Könnt ihr hier aufbiegen. Und zusammenstecke. Dann sieht das meistens so aus. Das könnt ihr dann einfach wieder richten. So. Und dann habt ihr quasi schon euren Kocher für unterwegs. Der passt in Organizer, der passt in Beintasche sowieso, weil er recht klein ist. Ich muss das nochmal an meine ES-Hose testen. Bei den anderen, bei der Militärhose ist groß genug. Ich will mal schauen, ob das auch in die kleine Unterschenkeltasche geht, aber das weiß ich noch nicht. Egal, auf jeden Fall, das war mal so eine Idee, schon vor längerem, kommt auch ganz gut an. Es geht hier drum, wenn ihr den hier unten aufstellt, entweder auf eine von der Procool-Unterlage oder auf eine ebene Fläche, kann er auf jeden Fall hier schön Luft ziehen. Ihr könnt hier oben befeuern, wenn ihr noch nichts drauf habt, könnt ihr von hier oben auch nochmal befeuern. Aber im Prinzip könnt ihr hier Hölzchen und so reinbauen, wie ihr wollt. Und oben könnt ihr da eine Tasse draufstellen oder Penge. Die Sache hier ist, es gibt kein Kreuz hier drauf, denn eigentlich ist hier die Öffnung groß genug, die hier auch. Das heißt, wenn ihr feuert, dann zieht es hier nebendran vorbei, das funktioniert. Ja. Wenn ihr jetzt nicht mit Holz heizen wollt, sondern ihr habt davor mit Trockenbrennstoff zu heizen, gibt es hier den Schnibbi. Den könnt ihr einfach umbiegen und dann schaut das so aus. Ja, dann könnt ihr den quasi hier auf den Kopf stellen und hier oben euren Brennstoff reinlegen. In dem Fall, dass ihr jetzt mal seht, ich habe jetzt nur kleine S-Bit-Würfel, weil die kleinen S-Bit-Würfel da nicht eingepackt sind. Das sind jetzt die 4 Gramm Würfel. Wenn er zwei davon reintut, schaut das quasi so aus. Da wäre also noch Platz, wenn ihr richtig heizen wollt. Was ich festgestellt habe, was gar nicht so geil ist, wenn ihr mit dem offenen Esbett über euren Kaffee das rummacht. Das ist, ich sag mal, suboptimal. Ja, geht auch mit Trioxane, whatever, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist der alte Trockenbrennstoff von der US-Armee. Der schaut ungefähr so aus. Ja, meinen Kaffee trinke ich jetzt dann, glaube ich, nicht mehr. Der schaut ungefähr so aus. Könnt ihr da auch für nutzen. Ich finde, der stinkt halt nicht so fischartig wie das S-Bit. So. Ja, also. So schaut's aus. Ja, hier hinten. Den könnt ihr auch wieder umbiegen. Müsst ihr halt alles ein klein bisschen vorsichtig machen, ja. Die Leute sagen immer, ey, boah, mit dem Mechanismus, das hält nicht ewig und boah, das geht kaputt. Ich habe meinen im Notgepäck momentan im Auto und den haben wir jetzt schon über 30, 35 Mal genutzt und das ist überhaupt gar kein Thema, solange ihr einfach ein bisschen vorsichtig seid, ja.
Und da ich den normalerweise eh nicht so auskühlen lasse, wie ich mein andere Hobo. Ihr wisst ja, wie mein ProCool Plus als durchglüht, den nehme ich ja auch mal als Heizung so hüfthoch. Ja. Ich habe den auch schon ziemlich glühen lassen. Ja, natürlich nicht immer. Und dann ist das Stecksystem was anderes wie hier diese Geschichte. Ja. Den könnt ihr also wirklich super biegen in die vorgegebene Richtung. Das wäre halt praktisch. Ja. Das verformt sich auch hier. Ja. Das ist überhaupt gar kein Thema. Weil ihr geht nachher einfach hin, klappt das zusammen. Und dann könnt ihr es wieder einrichten. So schaut das dann aus. Und dann geht ihr einfach hin und packt den wieder in den Organizer oder wo auch immer. Ja. Wie gesagt, das funktioniert bei uns schon länger. Ich habe meinen jetzt, glaube ich, ungefähr 2 Jahre im Gebrauch. Natürlich nicht immer, aber ab und zu flacke ich zwischendrin schon mal an. Ja, funktioniert. So, hier zeige ich euch nochmal in nah. Das ist das, was ich gesagt habe. Das dünne Blech biegt sich halt mal nach links oder rechts, nach vorne oder hinten. Das könnt ihr aber justieren, wie ihr wollt. Wobei es ist eigentlich nicht so wild, weil es stört beim Kochen nicht. Ne? Das ist die Frontseite, hier wo das Push eingelasert ist. Das ist quasi die Brennstoffauflage, die ihr dann umklappen könnt. Dann schaut das so aus, was ich euch eben gezeigt habe. Ich lasse jetzt mal drin. Hier die Lüftungslöcher, hier unten dann auch nochmal die halben. Und hier könnt ihr dann eure Äste schräg reinstellen zum Befeuern. Und es ist auch cool als Kamin quasi, ne? Als Abluft. Und hier vorne, wenn jetzt der Deckel wieder zu ist, könnt ihr natürlich auch noch befeuern. Ich zeige es euch jetzt dann gleich mal, wie es mit Stöckchen aussieht. Ja, wenn das auf dem Stein steht, könnt ihr den natürlich so stehen lassen, dann kriegt er auch genug Luft. Genug, das andere genug, ne? Könnt ihr hier füttern oder mit den kleinen und hier an den großen Fächern klappt das natürlich auch. Ja? Könnt ihr also vollstellen, wie ihr wollt. Das Holz ist jetzt natürlich nicht das Beste, das lag in der Einfahrt, denn die letzten 14 Tage waren so Monsterstürme, da ging auch leider nichts mit drehen. Sonst hätte ich den ganzen Kram schon abgedreht. Ich hatte es euch ja versprochen, denn mittlerweile bin ich bei knapp 600. Das heißt, wenn das Video rauskommt, dürfte ich schon fast eine 600er Abonnentenverlosung machen. Ja. Das wird jetzt aber auch schon im Ernstfall mordsmäßig brenne, also für Wasser heiß zu machen, zieht ihr richtig und dann braucht ihr auch nicht ganz so viel Holz. Wenn ihr jetzt aber Schwierigkeiten mit dem Boden habt, dass das unten drunter so nass ist oder so, dann könnt ihr auch einfach die Klappe umlegen, müsst ihr halt hier vorne ein bisschen aufpassen. Dann könnt ihr den ebenfalls mit Holz belegen. Das haben wir auch schon gemacht, aber in der Regel schaue ich halt, dass ich eine Platte drunter habe oder eine Steinplatte. Und dann funktioniert das, ja. Denn das ist mir dann schon als Ausschnitt für die Aschekaste quasi zu groß. Auf der anderen Seite, je nachdem wie es da liegt, könnt ihr natürlich auch so euer Feuer vorbereiten, ne? Oh, sorry, verrutscht. Ja, das war's erstmal an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr konntet was mit anfangen. Gibt's momentan noch bei mir im Shop. Bald ist die nächste Messe, da müssen wir mal gucken, was noch da ist. Und ja. Dann ansonsten sehen wir uns demnächst. Ciao! In dem letzten Video. Oh, fuck. Ja. Ich glaube, es ist genau hingefallen, Eva. Ja, verdammt. Nee, ich lass stehen. Nee, komm, ich trinke dann doch gleich noch eine. Soll ich den echt auf Start drücke, dass der weitermachen kann, oder soll warte, bis ich wiederkomme? Nee, lass mal laufen, aber es muss dann schnell genug kommen. Ja, ich beeile mich. Nee, lass. Das klappt nicht.
Doch, nee, ich trinke einfach nichts mehr. Ich trinke einfach nichts mehr. Soll ich das Wasser noch holen? Nee, nee. Oh Gott. Wird auf Start, ja? Achtung. Ja. Ihr wisst ja, wie mein Ventus und eine kleine Bayon-Entlüftung, sag ich mal, also zum Befüllen.